Ja, hallo, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Hamburg und in Murnau und diesmal Videoblog rund um das Thema Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute geht es mal um das spannende Thema Empathie. Mitgefühl wird meiner Ansicht nach oft falsch verstanden. Stay tuned. Ja, genau. Was gibt's noch zu sagen zu meinem Buch? Also es gibt jetzt da in meinem auf liebeschip.de jetzt auch jetzt eine Lesung in Mainz. Dann gibt's noch Karten für die in Berlin und dann packe ich jetzt auch die Tage eine in Murnau rein im November. Und ja, ist auch immer noch Thema die Buchmesse. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Und ich habe jetzt gehört, das Hörbuch, das dauert auch nicht mehr so lange. Genau, ja, heute super spannendes Thema, Empathie, Narzissmus und so weiter. Also es ist eigentlich ein hochspannendes Thema, was ich immer wieder sage, so eins der Hauptmerkmale, dass man in einer toxischen Beziehung ist die mangelnde Empathie, so, ne? Da muss jetzt auch nicht jemand unbedingt ein knallharter Narzisst sein, ist auch letztlich egal, was der sonst noch für Probleme hat, also wenn jemand weiß nicht, eure Grenzen nicht respektiert, euch nicht vernünftig behandeln kann, nicht für euch da ist oder nur für euch da ist, wenn es einen Blumentopf zu gewinnen gibt und aber nicht für euch da ist, wenn es keiner sieht, sozusagen. Ja, dann ist es eben nicht keine echte Liebe, so und das ist halt, weiß ich nicht, ist eigentlich überhaupt keine Liebe, ist halt irgendwie, keine Ahnung, Ego oder whatever. Und wie gesagt, das ist eigentlich selbst, wenn man andere Sachen irgendwo nicht richtig einordnen kann, das ist halt ein ziemlich hartes Kennzeichen. So. Sowas jetzt, glaube ich, oft falsch verstanden wird, ist, dass man sagt, ja, ich höre dann oft, wenn ich dann zum Beispiel meinem Klient sage, ja, das war jetzt nicht sehr empathisch irgendwie, dann höre ich oft, ja, aber weiß ich nicht, vor 2 Wochen hat er irgendwas ganz Tolles gemacht oder sie was ganz Tolles gemacht oder war total nett. Und das Problem ist ja nicht, dass ich so toxische Partner, sage ich mal, dass sie sich nicht einfühlen können. Sie können sich, das ist ja das Problem, sie können sich hervorragend einfühlen. Sie können sich hervorragend einfühlen am Anfang, dass das Lovebombing genau am richtigen Punkt ansetzt. So. Eben genau da, wo man die leeren Eimer hat. Und sie können sich auch später hervorragend einfühlen, wenn es darum geht, in der Kritikphase so die wunden Punkte beim anderen da irgendwie drauf rumzutrampeln oder so, da kann man sich auf einmal auch hervorragend einfühlen, ne? Ist auf einmal auch überhaupt kein Problem mehr, sich einzufühlen. Die Frage ist, was mache ich mit diesen Einfühlinformationen? Nutze ich die wirklich dafür, das zu machen, was zum Besten der Beziehung ist, sage ich jetzt mal? Oder nutze ich die für mein eigenes Ego? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Also wie gesagt, das kann man auch so Empathie-Paradoxon nennen. Es ist eigentlich gerade so, dass sich die erschreckend gut einfühlen können, viele Menschen, aber eben nicht das Richtige damit machen so, ne? Und also das klärt vielleicht viele Fragen dazu mal auf. Und es ist eben halt auch so, dass viele so narzisstische Menschen, dass sie eben da voll präsent sind, wenn es irgendwie, wenn man sagen, wenn es viele sehen, wenn man schöne Bestätigung dafür bekommt, wenn man gut dasteht, irgendwie. Aber entscheidend ist ja, was ein Mensch für euch macht in euren eigenen 4 Wänden. Ne? Wenn ihr jemand habt, der super charmant ist, toll aussieht, keine Ahnung, super Beruf hat, whatever, und alle sagen, ja, toll, was für ein toller Partner, und ihr seid in 4 Wänden mit denen, das ist nur Chaos, Schmerz, weiß ich nicht, Beziehung zieht da nur runter irgendwie, dann ist es, glaube ich, nicht das, was man will. So, ne? Aber auch die Pluspole verstehen meiner Ansicht nach, da habe ich mir neulich mal überlegt, Empathie häufig falsch. Also, soweit ich das verstanden habe, ist es im Buddhistischen ist ja auch großes Thema Mitgefühl. Das ist da nicht so dieses heiße Mitleiden, ich fühle mich in jemand ein und
so und ah, ja, mein Partner ist jetzt, weiß ich nicht, voll in seinem Schmerzkörper und ich gehe jetzt auch mit in den Schmerzkörper, weil ich mich so einfühle irgendwie und leide richtig mit. So ist es nicht gemeint. Das ist eher sehr was Kühleres, was so guckt, ah, mein Partner braucht jetzt das und das irgendwie, das wäre jetzt gut für ihn irgendwie. Also das einfach zu sehen, ohne jetzt selber in diese ganzen Emotionen reinzugehen und die seine Spiegelneuronen völlig auszubrennen damit irgendwie. Und eine echte Empathie in einer romantischen Beziehung bezieht auch ein, was ist mit mir. Also es ist, die hat immer, eine echte Empathie hat immer beide im Kopf. Die hat, was braucht mein Partner, was brauche ich gerade, was braucht unsere Beziehung. Das ist eine echte Empathie. Also es bringt nichts, wenn man sich im Minuspol seine empathischen Informationen nutzt, um irgendwie gegenseitig beide irgendwie nur noch in den Schmerzkörper reinzuschubsen oder total egozentrisch zu sein. Das bringt nichts. Bringt aber auch nichts, wenn ich einen Pluspol, wie gesagt, total hochemotional mitleide und sozusagen Empathie mit mir selber völlig vergesse. Das bringt es auch nicht. Also es ist beides toxisch irgendwie und was es braucht oder in einer gesunden Beziehung auch geben sollte, ist eben ja, natürlich nicht in Perfektion. Beziehungen sind nicht perfekt, aber irgendwo, ja, dass man wirklich, also das Beste des anderen im Sinn hat und nicht nur, wenn der Scheinwerfer der Öffentlichkeit darauf gestellt ist oder wenn es mir gerade passt oder wenn ich gerade jemanden zurücklovebomben will oder was weiß ich. Nein, wenn es kommt, wenn es keiner sieht, mitten in der Beziehung, Donnerstagabend, 19:30 Uhr, dann kommt es drauf an, ne, was in der Beziehung passiert. Ja, gut. Genau, ich habe jetzt Selbstliebe-Challenge läuft gerade. Ich wollte sagen, die nächste gibt es erst am 1. Januar. Ich lasse die deswegen jetzt auch mal ein bisschen länger auf, bis zum 15., wenn ihr noch mitmachen wollt. Und bis zum 15. wird es auch noch diesen Ex-Detox-Kurs geben. Dann nehme ich ihn erstmal wieder raus. Und auch noch den Liebeship Pro-Kurs für die Fortgeschritteneren, auch bis zum 15. September. Genau. Ja, und ach, und dann gibt es noch ein neues Bootcamp in Hamburg, das habe ich verschoben in den Dezember, 7., 8., glaube ich. Gut, in diesem Sinne, wir werden es bei dir sehen.